Heißzeit. Der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und moin moin. Ja, da sind wir wieder mit unserer Folge 26 und der nordischen Kombiniererin Svenja Würth. Für die Kombiniererin dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr und eine ganz besondere Saison, denn es gab zum ersten Mal in der Geschichte der nordischen Kombination einen Weltcup für Damen. Was die Polizeibeamtin aus Baiersbronn zu ihrer ersten Weltcup-Saison sagt und was sie sich für die nordische Ski-WM Ende Februar vorgenommen hat, das erklärt sie uns gleich. Aber natürlich schauen wir jetzt erstmal auf die Wintersport-News der vergangenen Tage, denn die deutschen Athleten waren verdammt erfolgreich in der Bobbahn und auf Schnee. Fangen wir mit der Bob-WM in Altenberg an. Nach der Zweierbob-Konkurrenz der Männer sichert sich der Überfahrer der Saison Francesco Friedrich auch den Titel im Viererbob. Silber gewann der Österreicher Benjamin Meyer, Bronze schnappte sich Johannes Lochner. Bei den Damen wurde zum ersten Mal die Weltmeisterin im Monobob gesucht. Nach 4 starken Läufen sicherte sich die Amerikanerin Kaylee Humphries nach der Zweierbob-Konkurrenz der Damen auch im Monobob die Goldmedaille vor den beiden deutschen Fahrern Stefanie Schneider und Laura Nolte, die Silber und Bronze holen. Auch in Cortina d'Ampezzo geht es bei der Ski-WM derzeit um die Vergabe von Gold, Silber und Bronze. Und zur Überraschung aller Experten räumten auch dort die deutschen Speedfahrerinnen und Speedfahrer ab. Romet Baumann sichert sich im Super-G der Herren die Silbermedaille. Nur 700stel trennen ihn von dem Österreicher Vincent Kriechmeier, der Gold gewinnt. Nur einen Tag später gelingt Kira Weidler ein güldener Silberlauf in der Abfahrt der Damen. Sie muss sich nur Corinne Suter aus der Schweiz geschlagen geben, die Gold holt. Ja, und alle guten Dinge sind einfach drei, denkt sich in der Abfahrt der Deutsche Andi Sander. Er verpasst mit nur einer 100stel Sekunde Gold und sichert sich die Silbermedaille hinter dem Österreicher Vincent Kriechmeier, der sich mit seiner Fahrt zum Doppelweltmeister krönt. Wir sind also gespannt, was die zweite WM-Woche für Überraschungen bereithält, wollen aber jetzt erstmal hören, was Svenja Würth zu ihrer ersten Weltcup-Saison als nordische Kombiniererin zu sagen hat. Lange Jahre war unsere heutige Gästin ausschließlich mit Sprungskiern mit der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft der Damen äußerst erfolgreich. Der größte Triumph, Gold bei der nordischen Skiweltmeisterschaft 2017 im finnischen Lahti, zusammen mit Carina Vogt, Markus Eisenbichler und Andi Wellinger. Doch auch sie musste schon mit jungen Jahren feststellen, dass eine Goldmedaille definitiv zwei Seiten hat. Aufgrund von 2 Stürzen mit wirklich schweren Verletzungen als Folge unmittelbar vor den Olympischen Winterspielen von Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 muss sie schweren Herzens von zu Hause aus zuschauen. Freunde und Familie wollten eigentlich, dass sie ihre Skier an den Nagel hängt. Doch die 27-jährige Polizeibeamtin gibt nicht auf und kämpft sich zurück in die Weltspitze. Diesmal allerdings als nordische Kombiniererin. Wie sie die historisch erste Weltcup-Saison der nordischen Kombiniererin in der Geschichte des Wintersports erlebt hat, darüber reden wir jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Svenja Würth, schön, dass du da bist. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir freuen uns, dass du da bist. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist. Richtig. Ich habe eine originale Skisprungstartnummer mitgebracht, unterschrieben von der Raw Air Tournee vom letzten Jahr und eine DSV-Mütze mit dem Würth-Logo drauf und ein paar Handschuhe. Die Handschuhe, sind das Sprunghandschuhe, also die du auch getragen hast beim Training oder beim Wettkampf? Nee, es sind neue Handschuhe, ungetragene. Mega gut. Ja, genau. Und diese Startnummer, die Handschuhe und eine Mütze von Svenja Würth, könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Bild eures Stars postet, wer von euren Freunden oder eurer Familie diese Giveaways wirklich gewinnen soll. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Der muss uns dann auch einfach nur folgen und zack, habt ihr dann vielleicht gewonnen. Und unter allen Posts wird dann später per Social Media ausgelost, wer das Package von Svenja Würth zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, und dann kommen wir zu dir, Svenja. Sie ist vorbei. Man muss es ja so sagen, die erste Weltcup-Saison für die nordischen Kombiniererinnen. Dabei muss man dazu sagen, es gab auch nur, ja leider, einen Wettkampf. Ursprünglich waren 4 Wettkämpfe an 2 Wettkampforten geplant. Letztendlich gab es nur einen in der Ramsau kurz vor Weihnachten. Gewonnen hat die Amerikanerin Tara Garrett. Charity Mords. Du bist 24. geworden. Welche Rückschlüsse ziehst du denn jetzt aus dieser Weltcup-Saison, wenn man das so sagen kann?
Ja, Weltcup-Saison kann man es tatsächlich schwer nennen. Es war nur ein Weltcup und auch der war ja kurzfristig, aber wir hatten Glück, dass der österreichische Skiverband da eingesprungen ist und gesagt hat, die holen das nach, sonst hätten wir tatsächlich gar keinen gehabt. Klar, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass es mehr sind, dass es wirklich eine Serie wird, aber so kann man es leider nicht ändern. Immerhin hatten wir einen, immerhin hatten wir die Weltcup-Premiere, mit der ich tatsächlich nicht ganz zufrieden war. Ich habe meine Stärke, das Springen, dort nicht ausspielen können. Und ja, ich denke, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber trotzdem, ja, fand es cool, dass ich Teil dieser Veranstaltung sein darf, dass ich tatsächlich die erste nordische Kombiniererin aus dem DSV war, die bei einem Weltcup an den Start gehen durfte. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es sich weiterentwickelt und dass wir nächstes Jahr vielleicht eine richtige Serie haben. Und was sich jetzt eben auch der Corona-Situation geschuldet, dass eben viel ausgefallen ja, musste. Was man dazu sagen muss, also ihr seid nicht einfach so in den Weltcup gekommen und seid auf einmal gesprungen und gelaufen, sondern es gab natürlich vorher auch Wettkämpfe, den Kontinentalcup. Gab es denn da irgendwelche Unterschiede jetzt zum Weltcup? Also war das auch irgendwie spürbar, dass das jetzt auch wirklich ein Weltcup ist? An sich das Teilnehmerfeld zwischen Kontinentalcup und Weltcup unterscheidet sich im Moment nicht. Dadurch, dass die Wettkämpfe ja nicht parallel stattfinden und so wenig Wettkämpfe waren, nehmen natürlich alle so viele internationale Wettkämpfe mit wie möglich. Dadurch war das Starterfeld genau das gleiche, aber klar, das Drumherum ist schon ein anderes bei einem Weltcup mit Fernsehübertragung. Die Medienpräsenz war natürlich jetzt passend zur Premiere viel, viel größer. Bei einem Kontinentalcup, da ja, interessiert es dann doch die, ja, die Medien eher weniger. Da ist man eher unter sich und deshalb vielleicht auch einfach ein bisschen ja, weniger nervös, weil das Ganze drumherum ja, ein bisschen entspannter abläuft. Und ich hatte auch gelesen, es gab auch endlich einen Materialcontainer für euer Material, also wo ihr die Sachen irgendwie unterstellen könntet. Ist das richtig? Ja, wir haben leider im Moment auch noch keine eigenen Techniker im Team. Beim Weltcup durften wir von den Technikern der Männer profitieren. Die hatten den Wachstruck dabei und haben ja, sich dann um unsere Ski gekümmert. Was bei einem Kontinentalcup auch nicht der Fall ist, da kümmern wir uns teilweise um die Ski dann selber. Also das die eine Premiere, Ende Februar dann die nächste, und zwar die erste WM-Teilnahme für die nordischen Kombiniererinnen. Die Weltmeisterschaften, die finden ja in Oberstdorf statt. Euer Tag ist der 27.02. Wie bereitest du dich denn gerade auf dieses Highlight vor? Ja, ursprünglich wären wir genau jetzt noch in Norwegen gewesen, in Lillehammer beim Weltcup. Der wurde ja erst dann doch bestätigt, dann wieder abgesagt. Das war ein bisschen hin und her. Letztendlich findet er da nicht statt. Deswegen haben wir den Trainingsplan doch nochmal ein bisschen ändern müssen. Ja, im Moment steht viel Training auf dem Plan. Wettkämpfe wären mir in dem Fall natürlich lieber gewesen, weil ich auch mit jedem Wettkampf einfach noch extrem viel dazulernen kann und auch dazulernen muss, dass die Abläufe ja, ein bisschen routinierter werden. So beschränkt sich es eben aufs Training. Aber wir waren jetzt nochmal in Oberstdorf, haben dort die Trainingsmöglichkeiten genutzt, waren dort nochmal springen, laufen und ja, werden auch nächste Woche wahrscheinlich nochmal ein paar Tage wegfahren und dann ja Montag, den 22. zur WM anreisen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du mit dem 24. Platz in der Ramsau nicht so wirklich zufrieden warst. Was hast du dir denn jetzt für die WM vorgenommen oder nimmt man sich da eigentlich gar nichts vor, sondern sagt einfach nur so, hey, das ist jetzt irgendwie eine WM-Premiere und ich bin total glücklich dabei zu sein? Ergebnis nehme ich mir tatsächlich keins vor. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, das im Vorfeld zu sagen. Ich möchte genau den und den Platz erreichen. Ich hoffe, dass ich meine Stärke, dass ich im Moment einfach noch das Skispringen ausspielen kann, dass ich da ja mit einer guten Leistung dann in Lauf gehe auf der Loipe. War einfach die Zeit jetzt zu kurz. Ich habe jetzt einen Sommer trainiert, aber es war dann doch nicht möglich, in ja, 6 bis 8 Monaten zu lernen, was andere sich über viele Jahre hinweg erarbeitet haben. Aber ich denke, dass ich da einen guten Schritt nach vorne gemacht habe. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich einen richtig guten Sprung mache und das dann ganz gut durch die Loipe durchbringe. Was war denn für dich besonders schwierig bei der Umstellung von der Spezialspringerin zur Kombiniererin? Was hat dir am meisten Probleme bereitet und was am meisten Spaß? Am meisten Probleme. Skispringen ist natürlich eine Schnellkraftsportart, mit Ausdauer relativ wenig zu tun. Deswegen habe ich ja erstmal bei Null angefangen. Mussten erstmal ja so eine Basis aufbauen, dass ich einfach mal ein paar Grundlagen habe. Musste technisch einiges lernen, weil die ganze Technik, die Kleinen lernen das eben von Grund auf und da gab es bei mir natürlich viel zu tun. Und das ist tatsächlich was anderes dann beim Skispringen, wenn man nicht immer 100% fit ist und schnellkräftig. Das Springen geht dann nicht mehr so leicht. Deswegen ist es auch nicht möglich, dass ein Kombinierer bei den Skispringern mitspringen kann. Es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sportarten, die man da unter einen Hut bringen muss. Und man muss eine gute Balance finden. Deswegen, das war spannend rauszufinden, was
ich überhaupt verkrafte an Training. Ich war am Anfang schon extrem oft müde, weil die Umfänge natürlich ganz andere waren und dann auch das Springen ein bisschen drunter leiden musste. Aber ich glaube, dass wir da jetzt wieder einen ganz guten Mittelweg gefunden haben. Also ich glaube, Andreas Wank, der jetzige Co-Bundestrainer der Skisprungherren-Nationalmannschaft, der meinte auch, dass er riesen Respekt hat vor den nordischen Kombinierern. Wir hatten ja auch schon Vinzenz Geiger bei uns im Podcast. Das war quasi unser Auftaktgast. Und der sprach auch davon, dass er es total krass findet, wie diese Sportler das zusammenkriegen, diese kompletten Gegensätze. Also kann man doch eigentlich auch sagen, nordische Kombination ist quasi wie so eine Königsdisziplin, oder? Ja, ich muss sagen, seitdem ich es jetzt selber ausprobiert habe, habe ich auch noch mehr Respekt davor. Weil ich glaube, viele sich das viel zu einfach vorstellen und sagen, ja, ein bisschen laufen, ein bisschen Skispringen, die können beides, aber beides nur so halb. Ich finde es ja extrem schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und das sind wirklich komplett gegensätzliche Sportarten. Aber genau das macht auch irgendwie dann wieder den Reiz aus und macht es so interessant. Ich als Quereinsteigerin war nochmal ein bisschen anderes Thema, weil man keine Anhaltspunkte hatte oder man sich ja nichts orientieren konnte, weil so rum hat, glaube ich, noch niemand gewechselt. Das war ein bisschen schwierig natürlich für uns, da erstmal zu sehen, was kann man einer Skispringerin an Ausdauertraining zumuten, ohne dass ich dann da, keine Ahnung, 24 Stunden blitzeblau nachher auf der Couch sitze. Aber ich glaube, dass wir einen guten Weg gefunden haben und das macht mir wirklich extrem viel Spaß, weil es ja auch irgendwie wieder cool ist, wenn man so viele neue Sachen lernen darf. Julia hat es eben kurz angerissen. Du hast ja in deiner Zeit als Spezialspringerin wirklich großes Verletzungspech gehabt. Bei den ersten Verletzungen kurz vor den Spielen von Sotschi stand sogar deine Karriere, deine Gesundheit auf dem Spiel, denn du hast dir den sechsten Halswirbel gebrochen. Ärzte haben gesagt, nur ein paar Millimeter haben dich vor einer Querschnittslähmung bewahrt. Nach all den Rückschlägen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, zur nordischen Kombination zu wechseln? Ja, es waren extrem bittere Momente, dass es eben zweimal so vor Olympia blöd gelaufen ist. Das mit dem Halswirbeltrümmerfraktur war natürlich nochmal eine andere Liga. Aber ich muss sagen, man lernt aus so Verletzungen aber da extrem viel. Man lernt einfach, sich zurückzukämpfen. Man sieht vielleicht auch Dinge einfach ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Ich war mit Sicherheit danach nicht mehr ganz so verbissen und habe dann gemerkt, okay, Sport ist wunderschön, aber man sieht eben auch, wie schnell es dann von heute auf morgen rum sein kann und daher bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das noch machen kann, was mir einfach extrem viel Spaß macht. Und ich glaube, dass ich dadurch einfach auch ein bisschen offener war und ja, jetzt gab es so eine Möglichkeit, dass ich eben wechseln konnte und mir dann dachte, ja, warum eigentlich auch nicht? Es macht mir einfach extrem viel Spaß und das steht ja mittlerweile bei mir einfach im Vordergrund, dass ich ja ein bisschen offen auf Sachen zugehe und mich vielleicht auf neue Dinge einlasse und da nicht so in meiner Schiene drin bin und sage, es gibt jetzt nur das, sondern man schaut dann doch irgendwie ein bisschen mehr auch nach links und nach rechts. Und ja, ich dachte mir, ich habe so viele Sachen schon geschafft und habe mich wieder zurückgekämpft. Warum soll ich jetzt nicht noch eine andere neue Herausforderung angehen, wie zum Beispiel die Kombination? Ich glaube, du hast es ja auch als Kind schon gemacht, ne? Also war es im Verein damals schon in der deutschen Kombination tätig. War es dann so, dass du dir wirklich gesagt hast, ja, wenn es dann irgendwann die Möglichkeit mal gibt, dann würde ich es gerne auch im Weltcup nutzen? Wenn ich die Möglichkeit damals gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich von Anfang an gemacht. Damals war einfach überhaupt gar keine Plattform da, aber es war bei uns trotzdem im Verein normal, dass man zweigleisig ausgebildet wird, wenn man anfängt, bei uns daheim im Skiverein bei Ausbronn, da fängt man an, macht Skispringen und Langlaufen und danach schaut man eben, was macht einem mehr Spaß und spezialisiert sich dann auf eine Sportart und ich habe damals dann auch mit der nordischen Kombination angefangen und ja, irgendwann musste ich mich entscheiden, weil es hieß, die Sportart gibt es für Damen nicht oder für Mädchen. Ich musste am Anfang bei den Jungs mitlaufen, aber da werden die Unterschiede irgendwann einfach viel zu groß und damals habe ich mich für Skispringen entschieden, habe es auch bisher nie bereut, aber nachdem jetzt die Plattform da war und ich die Möglichkeit hatte, dachte ich mir, ja, warum soll ich jetzt eigentlich nicht das machen, was ich als kleines Kind damals machen wollte? Auch wenn es mir jetzt natürlich so als Quereinsteigerin ein bisschen schwerer fällt als ja, die jungen Mädels, die es einfach von Anfang an schon so kennen und so gelernt haben. Wir haben natürlich in unserer Recherche auch viele Artikel uns durchgelesen und da kommt immer wieder dieses Synonym Stehauf-Mädchen. Und ich weiß auch, kannst du dich noch an 2018 die Olympiasendung erinnern in Pyeongchang? Da warst du nämlich auch bei uns zu Gast.
Und warst noch auf Krücken unterwegs, weil du da dir leider ganz kurz vor das Kreuzband gerissen hattest. Und was mich total an dir fasziniert hat, und ich glaube, Johanna Klum, mit der hatte ich später auch noch gesprochen, war einfach diese unfassbar positive Ausstrahlung. Also man hatte so nicht das Gefühl, man könnte dich in irgendeiner Art und Weise erschüttern. Also macht dich das aus, dass du direkt irgendwie umschalten kannst, umswitchen kannst und direkt sagen kann, hey, die Situation ist jetzt so und ich muss jetzt einfach das Beste draus machen? Ja, also ganz am Anfang sah es schon auch anders aus. Also nachdem ich die Diagnose gekriegt habe, Kreuzbandriss und dann im Krankenwagen lag und mir dachte, okay, so passe ich die Olympischen Spiele wieder, obwohl ich qualifiziert war. Ich habe danach schon tagelang geweint. Ich glaube, es gab nichts, was mich da hätte aufbauen können. Also es war schon ein riesen Rückschlag, aber irgendwann muss man dann trotzdem wieder an den Punkt kommen und das Ganze irgendwie abhaken können, weil man kann ja die Situation in dem Fall dann nicht mehr ändern. Aber ich finde es berechtigt, dass man dann auch mal den Kopf im Sand steckt und mal ein paar Tage dann einfach daheim sitzt und dann muss auch mal alles raus, was sich das so in einem dann anstaut. Aber ja, man muss dann irgendwann trotzdem wieder an den Punkt kommen, an dem man nach vorne schaut und die Situation einfach so annimmt. Ich glaube, man lernt es dann auch mit jedem Rückschlag besser damit umzugehen. Vielleicht hat es mir geholfen, dass es 2014 schon so ähnlich war. Ja, also man lernt auch aus solchen Rückschlägen und es gehört halt zum Sport einfach dazu, dass es jetzt zweimal vom Zeitpunkt her so gelaufen ist, war natürlich ja schon extrem bitter. Es hilft ja auch nichts, ne? Also irgendwann muss man das ja auch einfach abhaken. Ja, ich könnte ja auch jetzt noch daheim sitzen und weinen, aber... Zum Glück hast du es nicht gemacht und hast ja jetzt auch den Wechsel zur Nordischen Kombination dann gemacht. Du bist ja auch direkt in den DSV-Kader berufen worden. Wie siehst du denn jetzt die Zukunft der deutschen Nordischen Kombiniererin? Welches Potenzial steckt in eurem Team? Welches Potenzial steckt in der Sportart für euch? Ich glaube, dass in der Sportart extrem viel Potenzial drin steckt. Man sieht auch, dass es von den Medien tatsächlich ganz gut aufgenommen wird und ich bin auch extrem dankbar, dass der DSV und die Bundespolizeisportschule in Bad Endorf den Weg so mit mir mitgehen. Ich habe die in meine Pläne eingeweiht, habe gesagt, dass ich mir das schon vorstellen könnte und das Gespräch gesucht. Und die haben ohne zu zögern von vornherein gesagt, cool, das unterstützen wir voll und ganz. Deswegen habe ich dann auch gleich den Kaderplatz bekommen. Wurde jetzt offiziell als erste nordische Kombiniererin an der Sportschule in der Bundespolizei aufgenommen. Also die stehen da alle voll dahinter. Ich glaube auch, dass es einfach noch ein paar Jahre braucht, um sich zu entwickeln. Aber ja, ich meine, ich kenne es vom Damenskispringen. Das hat auch unten angefangen und ziemlich lang gedauert. Und es gibt heute noch keine richtige Gleichberechtigung. Da gibt es auch noch viel zu tun. Deswegen wird es auch in der Nordischen Kombination so sein, dass es einfach ja, ein langer Prozess, eine lange Entwicklungsphase sein wird. Aber ich glaube, dass sich da trotzdem die nächsten Jahre viel tut. Und gerade mit der WM jetzt im eigenen Land schon der Fokus und die Aufmerksamkeit auf jeden Fall da ist. Ja, du hast es gerade angesprochen. Ich meine, dein großes Ziel ist ja immer noch an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Die nächsten finden im nächsten Jahr in Peking statt. Leider noch ohne die Kombiniererin, also da noch keine Premiere. Aber 2026 in Italien, in Cortina d'Ampezzo, könnte es soweit sein. Ich meine, gut, das sind jetzt noch 5 Jahre. Wie willst du dich über diesen Zeitraum motivieren? Welchen Plan hast du da für dich? Ja, es ist schade, dass es für 2022 nicht mehr gereicht hat. Aber ich glaube, 2026 wird es dann ganz sicher mit dabei sein. Es gibt, glaube ich, auch keine andere Sportart mehr, die im Moment nur für die Männer erlaubt ist. Ich glaube, das ist die Nordische Kombination wirklich die letzte, die noch fehlt. Ja, man motiviert sich dann trotzdem mit so Zwischenzielen. Jetzt klar, die Heim-WM. Wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr eine richtige Weltcup-Serie gibt und suchen mir einfach immer so kleine Erfolgserlebnisse. Im Moment motiviert mich im Training ja nicht unbedingt der Wettkampf an sich selber, sondern einfach diese Entwicklung, die man so sieht und den Prozess, weil ich einfach jede Woche neue Sachen lerne und mich dann immer freue, wenn ich wieder neue Bestzeiten laufe oder sehe einfach, dass sich was tut, dass sich was weiterentwickelt. Und ja, mit Olympia ist natürlich schade, aber ich glaube, dass es 2026 dann definitiv soweit sein wird, auch wenn es noch ja doch einige Jahre hin sind. Du bist ja zwischendurch auch nochmal bei den Spezialspringerinnen aufgetaucht. Ne? In Titisee, glaube ich, bist du nochmal zum Team zurückgestoßen. Da gab es bestimmt große Freude, denn deine ehemaligen Teamkollegen haben gesagt, die vermissen dich doch schon extrem. Ne? Ja, die haben keinen, oder die Luisa hat das jetzt übernommen, aber ich war immer so der Mannschaftsstreber und habe geschaut, dass, ja, dass alle ihre Sachen beieinander haben. Hab der Carina Vogt geholfen beim Sprungtasche packen, damit sie nichts vergisst. Oder also wenn irgendjemand Fragen hatte, dann hieß es immer, du Svenja, ich habe da mal eine Frage. Ja, aber ich glaube, dass die Luisa meine Rolle jetzt ganz gut einnimmt. Ich habe noch ziemlich viel Kontakt zu denen und habe sie auch im Sommer
im Training ab und zu mal noch besucht, war den einen oder anderen Lehrgang mit dabei und auch im Winter an der Schanze trifft man sich oft. Also der Kontakt zu meinem ehemaligen Team ist auf jeden Fall noch da und ich habe ja trotzdem noch viel mit denen zu tun, kriege noch viel mit, was bei denen so abläuft. Also du bist noch in der WhatsApp-Gruppe drin und schreibst morgen dann schon mal, jetzt denk dran, die Skier müssen ausgepackt, eingepackt werden, ne, geht zum Skispringen. So, ich wollte gerade sagen, wie sah das denn damals aus? Hast du dann so eine Flipchart gehabt, so abends einmal hier Check, Kontrolle, alle completed oder wie sah das aus? Ich habe da Karina eine Packliste geschrieben, ja. Ich hoffe, die hat sie noch in ihrer Sprungtasche drin, weil ich weiß, was sie mitnehmen muss. Geil. Sonst könntest du auch nach Olympia einfach mitfahren, nächstes Jahr nach Peking, um da zu organisieren, dass die auch wirklich alle pünktlich auf der Schanze sind. Quasi als morgens, wie Julia gesagt hat, eine Mail direkt rumschicken, bitte Skier einpacken, bitte. Ja, oder für Vinzenz Geiger. Hat Vinzenz Geiger uns nicht die Geschichte erzählt, dass er fast das Shuttle verpasst hat zur Schanze? In Südkorea. Der hat fast das Shuttle verpasst. Ja, kann passieren. Siehst du warst nicht da. Ja, da muss ich wohl aber auch mal ein Auge machen. Bei den Männern kannst du auch organisieren. Ja. Kommen wir nochmal zu diesem Vergleich. Auch ich kann die nächsten 6 Jahre gut überbrücken. Ich mache mir auch überhaupt gar keine Sorgen. Wir haben einen Plan. Heute in der Heißzeit. Das läuft, perfekt. Ja, kommen wir nochmal schnell zurück zu dem Vergleich zwischen den Männern und den Damen. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die nordische Kombination als einer der letzten Wintersportarten auf Weltniveau bislang den Männern vorbehalten war? Ja, ich glaube, dass in den letzten Jahren einfach das Starterfeld noch gefehlt hat. Dadurch, dass die Plattform natürlich nicht da war, haben sich dann viele junge Mädels in einem gewissen Alter entscheiden müssen und sind dann zum Skispringen oder zum Langlaufen. Und man kann so eine Sportart dann eben jetzt nicht aus dem Nichts aufbauen. Das Skispringen hat schon lange gedauert. Jetzt gibt es mittlerweile beim Skispringen eine gute Breite, würde ich sagen. Und dadurch kann man jetzt auch so eine zweite Sportart mit aufbauen. Die ein oder anderen, die haben jetzt doch in einem Kindesalter noch gesagt, hey cool, dann mache ich jetzt das. Und daher wird es auch eine Zeit lang brauchen. Das Starterfeld in der nordischen Kombination ist einfach noch extrem jung. Ich bin da ja schon, ich bezeichne mich ja auch selber eher als die Team-Oma. Also vielleicht würde ich Team Mutti durchgehen lassen, aber Oma ist dann ja doch noch ein bisschen weit weg. Nee, es braucht einfach Zeit. Die anderen sind alle noch extrem jung, aber ich glaube, dass jetzt mit der Plattform immer mehr Mädels sich dazu entscheiden, nordische Kombinationen zu machen und deswegen wird es auch in 3, 4, 5 Jahren, glaube ich, ein richtig großes Starterfeld geben. Ich glaube, gerade du hast es gerade nochmal angesprochen, beim Skispringen, da ist ja dieses Jahr auch medial sehr viel passiert. Auch gerade es haben sich zu Recht auch viele endlich mal getraut, nach außen zu gehen, zu äußern. Ich glaube, dass da jetzt auch relativ schnell Geschwindigkeit reinkommt. Vielleicht könnt ihr dann ja dadurch auch mit profitieren. Das ist zumindest mein Gefühl, dass es da vielleicht schneller geht, als der Weg jetzt bei den Skispringerinnen war, bis sie dann mal Events gekriegt haben, die bis jetzt ihnen vorbehalten waren, aus diversen Gründen, mit Gebärmutterplatzen oder wie war das? Ja, da gibt es diese stichhaltigen Beweise. Ich habe keine Ahnung, wer auf solche Ideen kommt. Gianfranco Caspar war es 2009. Präsident. Nein, aber ich glaube, also wir hatten ja auch deine ehemaligen Kolleginnen vor ein paar Wochen hier bei uns in der Heißzeit und die haben halt eben auch gesagt, es wäre mal ganz schön, nicht so als Rahmenprogramm stattzufinden, sondern dass wir wirklich auch einfach mal stattfinden als Hauptprogramm oder dass man sich auch bei der Organisation einfach mal überlegt, weil das funktioniert ja beim Biathlon, das funktioniert beim Rodeln, das funktioniert beim Bobsport, dass man halt eben wirklich sagt, Frauen und Männer starten am selben Wettkampfort am selben Tag. Ne, mit einem geordneten Template. Wäre das auch so langfristig ein Ziel für die nordische Kombination, dass man halt eben sagt, so können wir im Grunde genommen auch unserer Sportart eine Perspektive geben, eine gewisse Attraktivität? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es immer Sinn macht, die Sportarten zusammenzulegen. Ich finde es schade, dass es so getrennt war, auch beim Skispringen schon, dass die Männer an ganz anderen Orten waren als die Damen. Am Anfang, klar, ging es nicht, weil die Schanzengrößen noch unterschiedlich waren, aber ich würde sagen, in der Kombination gibt es auch viele Normalschanzen, die wir genauso springen können und dann wird es schon Sinn machen, dass man uns da mit dranhängt. In Ramsau waren wir auch vor Ort an der gleichen Schanze. Es ist schon einfach irgendwie schöner, wenn man so geschlossen eben als, sag ich mal, als Kombinationsfamilie reist und nicht immer getrennt, die Mädels dorthin, die Männer dahin. Es ist auch vom Aufwand her viel einfacher, weil wir zum Beispiel die Chance haben, von den Technikern, von den Männern zu profitieren, weil die eben vor Ort sind.
Daher finde ich es ganz cool, wenn man die Sportarten zusammenlegen würde oder auch mal im Training irgendwie zusammen trainiert, um von den Männern zu profitieren. Was auch immer ganz cool ankommt, sind Mixteam-Bewerbe. Das war auch beim Damen-Skispringen so, dass es dem unheimlich geholfen hat, dass man irgendwann ein Mixteam hatte, weil dann doch vielleicht mehr Leute den Wettkampf anschauen, weil sie sagen, hey, die Männer sind da mit dabei und die kennt man eben. Und die Damen kennt man noch nicht, aber so schafft man es eben auch, die Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen näher drauf zu lenken. Und auf einmal sind dann Nationen vorne mit dabei, die bei einem Viererteam zum Beispiel nicht dabei sind. Also ich glaube schon, dass solche Wettkampfsformate auf jeden Fall immer gut ankommen und auch für die nordische Kombination denkbar sind. Also wenn ich dafür abstimmen dürfte, ich würde es tun. Ich auch. Her mit dem Zettel, genau. Also wir haben schon zwei Leute. Zwei Stimmen haben wir. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Was wünschst du dir denn für deine persönliche Zukunft und auch für die Zukunft als nordische Kombiniererin? Ja, dass ich da noch ein paar Jahre mit dabei sein darf, dass ich vielleicht auch das ein oder andere noch miterlebe, was es jetzt im Moment eben nicht gibt, dass wir eine richtige Weltcup-Serie haben, dass sich da einfach was tut. Und klar, jetzt mit der WM ist schon mal ein großes Highlight. Da freue ich mich auch drauf, dass die das jetzt auf den Samstag gelegt haben, dass es sogar von den Medien her anscheinend kam, dass die das verlegen wollten, um das als WM-Highlight darzustellen. Das freut uns natürlich, dass das Interesse auf jeden Fall da wäre. Ich hoffe natürlich, dass das olympisch wird die nächsten Jahre. Und ja, für mich persönlich einfach das, dass es mir weiterhin so viel Spaß macht wie jetzt im Moment, dass ich noch extrem viele neue Sachen dazulernen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Das kann keiner so richtig vorhersagen, aber ich glaube schon, dass es jetzt erst so richtig Fahrt aufnimmt und auch nach der WM mit Sicherheit noch einige Schritte vorangeht. Und du vor allen Dingen auch gesund bleibst. Und das vor allem, ja. Das hat wahrscheinlich deine Mama auch gesagt, ne? Keine Verletzung mehr, keine Verletzung. Reicht jetzt. Ich muss sagen, mit Langlaufen bist du, glaube ich, glücklicher, weil das nicht ganz so gefährlich ist. Ich glaube, damit ist sie jetzt ganz zufrieden. Wenn Mama das okay gibt, dann darfst du auch weiter Leistungssport machen. Das ist doch in Ordnung. Ich sehe nichts mehr aus, weil sie weiß, dass es nichts bringt. Ja, irgendwann ist man dann doch ein bisschen älter als 16, ne? Ja. Man bleibt zwar immer Kind, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt 36, man bleibt immer Kind, glaub mir das. Bei unseren Updates ist es ja mittlerweile schon Tradition geworden, Weltmeisterinnen und Weltmeister zu tippen. Und deshalb fangen wir direkt an mit der Frage, was meinst du denn bei der nordischen Kombination? Wer wird Weltmeisterin oder kann die erste Weltmeisterin in der Geschichte werden? Wir müssen aber jetzt noch ganz kurz dazu sagen, der Druck ist sehr hoch, denn Maria Höfel-Riesch hat, glaube ich, eine 100%-Quote bis jetzt gehabt von dem, was sie getippt hat, oder? Also fast, zumindest bei den Siegerinnen. Abfahrt hatte sie Sofia Goggia. Ah, okay, gut. Ja. Gut. Deswegen ist der Druck jetzt nicht so hoch. Das ist nur eine Tippen, weil es gibt ja nur einen einzigen Wettkampf leider. Genau. Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass die besten Chancen die Norwegerin hat, Gida Westbold-Hansen, weil die hat, glaube ich, die letzten vier Wettkämpfe hintereinander alle dominiert. Die springt richtig, richtig gut, läuft auch dieses Jahr ziemlich stark. Also ich glaube wirklich, dass sie die besten Chancen hat. Also mein Tipp geht nach Norwegen. Aber auch nur, wenn du einen ganz, ganz schlechten Tag hast. Ansonsten wirst du natürlich Weltmeisterin. Und dann gehen wir direkt mal zu den Herren der Schöpfung. Was würdest du da sagen bei den Herren? Da hoffe ich natürlich, dass es einen deutschen Sieg gibt. Also ich glaube, gerade Vincent Berger hat sich jetzt extrem gut verkauft. Die haben ja auch ein paar mehr Chancen, mehr Wettkämpfe. Aber ich glaube, dass die waren jetzt in Klingenthal, ich glaube, Platz 1, 2, 3 und 4 oder 1, 2, 3, 5 ja. Im Team auf jeden Fall richtig gute Chancen haben. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall ein, zwei Goldmedaillen drin sein müssten. Ja, da wird auch so ein bisschen der Kampf mit Norwegen stattfinden, ne? Mit Jan Magnus Rieber. Der ist ja nun auch Weltmeister geworden 2019. Aber ich glaube, Erik Frenzel hat auch noch ganz gute Chancen. Ich glaube, das ist so ein Wettkampftyp, oder? Das auf jeden Fall. Also bei Großereignissen solche Leute gibt es einfach. Da hat er bisher immer zugeschlagen, genauso wie die Carina Vogt beim Skispringen, die immer bei Großereignissen dann da war, wenn es darum geht. Also ich glaube, dass die deutschen Kombinierer auf jeden Fall sehr gut gewappnet sind für die Heim-WM. Julia, willst du noch einen Tipp raushauen? Wer für dich gewinnt? Ich würde sagen, bei den Damen Svenja Wirth.
mal zwei kann ich direkt auch einen Haken hintermachen. Das genau, sage ich auch. Und bei den Herren natürlich Vinzenz Geiger, auch im Teamwettbewerb. Dann geben wir doch unseren ja. Team, unseren Tipp im Team ab, weil die hätte ich jetzt beide auch gewählt tatsächlich. Ja? Ja. Definitiv. Wir sprechen eine Sprache. Wir müssen ja auch noch was dazu sagen. Und zwar die Leute, die bisher alle bei uns in der Heißzeit waren, die räumen gerade in dieser Saison wirklich ab. Und wir haben, also ich weiß nicht, ob es, man kann ja der Segen, der Heißzeit-Segen, kann man ihn nennen, weil es ist ja nicht der Fluch, ne? Es ist ja nicht der Heißzeit-Fluch, sondern der Heißzeit-Segen. Also solltest du dir merken, wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass bei der WM das genauso wird, wie du dir das vorgestellt hast. Ich glaube, ohne den Druck jetzt großartig zu erhöhen, aber ich glaube einfach, wir drücken dir die Daumen, dass alles gut läuft und dass es genauso wird, wie du dir das vorgestellt hast. Genau, in der Heißzeit. Wir gucken uns gerne die WM an und in der Heißzeit sehen unsere Fans auch etwas ganz gerne, und zwar die Verlosung der Giveaways unserer Sportstars. Und auch Svenja Wirth hat ihren Fans und denen, die es noch werden wollen, etwas mitgebracht, handsigniert und damit exklusiv etwas, was dann nur euch gehört. Was ihr dafür tun müsst, folgt uns der Heißzeit bei Instagram und oder Facebook, markiert die oder denjenigen, der die Giveaways unbedingt gewinnen soll. Und die müssen uns dann auch nur noch folgen und zack, könnt ihr bei uns die glücklichen Gewinner sein. Ja, Svenja, jetzt hast du gedacht, du hättest es geschafft, hast du aber noch nicht. Denn jetzt noch. Ja, genau, denn wenn wir gehört haben, dass du das Brain des Teams der Damen-Skispringerinnen warst, haben wir uns natürlich für dich in der Fastlane, das ist unsere letzte Kategorie, nochmal vier richtig harte Fragen ausgedacht. Bist du dazu bereit? Sowas von bereit. Sehr gut. Dann fangen wir doch mal direkt mit Frage 1 an. Erklär uns deine Sportart in einer Minute. Möglichst weit springen und so schnell wie es geht laufen. Ja, siehst du, das ist ein Brain. Also so schnell. Das war ja nicht mal fünf Sekunden. Tu dir mal den Gefallen und hör dir mal die Erklärung von Vinzenz Geiger aus Folge 1 an. Die war ausführlicher, aber im Prinzip genau das gleiche Ergebnis. Deshalb The Brain, Svenja Wirth. kommen wir zu Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie steht es mit den anderen Sportarten? Deshalb erklär uns bitte, was das Tolle am Eisschnelllauf ist. Am Eisschnelllaufen, ja, ich habe es tatsächlich selber noch nie ausprobiert. Eigentlich wäre ja in Insel eine Eishalle, wäre gar nicht so weit weg. Könnte man mal machen, ne? Von einem Eisschnellläufer erklären lassen. Hast du einen? Warte, 1-1 Friesinger. Ja, also du hast es noch nicht gemacht, aber du würdest dir gerne einen Eisschnellläufer anhören, höre ich daraus. Perfekt. Ja. Eisschnelllauf. Hatten wir noch nicht. Wir hatten eine Shorttrackerin mit Anna Seidel. Genau, Anna Seidel. Mhm. Die war bei uns, ja. Dann kommen wir doch direkt zur Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören? Weil da lauter coole Leute sind und sich das auf jeden Fall lohnt, auch so ein bisschen Hintergrundwissen mitzukriegen, weil man oft doch auch nur die Schönseiten des Sports sieht und so auch mal ein bisschen Wissen mitkriegt, was manchmal, so wie eben diese Stürze, Verletzungen, Ungleichberechtigung im Sport, doch auch mal noch ein paar andere Themen, ja, in den Vordergrund rücken. Deine Lieblingsfolge bis jetzt? Meine Lieblingsfolge, die erste, muss ich jetzt sagen, oder Nordische Kombination und natürlich die Skispringerin, fand ich. Ah. Nochmal, dass ein ganzes Team da war, nicht immer nur einzelne Sportler. Ja, sehr cool, sehr cool. Dann die letzte Frage, dann nominier du uns doch jetzt auch mal eine Sportlerin oder einen Sportler, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest. Ja, wie schon gesagt, Eisschnelllauf wäre mal interessant. Dann kann auch ich nachvollziehen, was Spaß macht daran, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Hättest du jemanden? Mal aufklären. Und ich glaube, Skeleton hat noch gefehlt, oder? Skeleton ja. Auch noch nicht. Ja. Aber hast du denn auch Namen? Weil dann können wir die. Skeleton muss mir tatsächlich direkt jemand einfallen. Die haben wir jetzt bei der WM die Medaillen zwar davor schon abgeräumt. Die brauchen jetzt diesen Segen nicht mehr. aber ja, Tina Herrmann, Jacqueline Lölling. Also wird es beide haben. Nehmen wir die beiden doch. Nehmen wir beide mit dir. Ja. Der Wunsch ist geäußert. Dann werden wir natürlich jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um dir diesen Wunsch zu erfüllen. Dafür müsstest du uns aber noch versprechen, fleißig weiter unseren Podcast zu hören. Natürlich. Dann hören wir uns sicherlich in der kommenden Saison nochmal, um darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, in Oberstdorf die erste Weltmeisterschaftsmedaille der nordischen Kombiniererin hochzuhalten. Welche Farbe sie hat, vollkommen egal, aber eine Medaille hochzuhalten. Ist das ein Deal?
Wenn es nur das ist. Sehr gut. Wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen und dass du auch sehr, sehr gut bis zum Ende der Saison durchkommst. Svenja Wirth, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich habe zu danken, ja, und ich hoffe, dass ich den guten Segen mitnehmen kann. Ja, wir schicken ihn dir per Post und per Gedanken. Also es wird alles gut. Wir würden ja vorbeikommen, wenn nicht die Problematik wäre, die generell im Land herrscht. Dann wären wir definitiv dabei und würden den Svenja Wirth Fanclub definitiv unterstützen. Und glaube mir, Fabian hätte das wirklich gemacht. Mit Schals und Plakaten und so. Also. Julia aber auch. Also, ich natürlich nicht, auch. Genau. Gut. Ja, und das war es dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Jeden Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und oder Facebook. Also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns in der Heißzeit. Jetzt sage ich aber ciao mit V-Stil. Fabi und Julia sind raus und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.